So, liebe Freunde und Gefährten, das ist der letzte Tag, an dem ich mal wieder ein Lebensjahr vollende. Und heute habe ich mir mal überlegt, fahre ich mit der S-Bahn einfach mitten ins Nirgendwo und penne im Wald alleine. Warum habe ich mir das überlegt? Ich habe keine Lust, morgen früh von einem Wecker oder von irgendwelchen Autos von meiner Straße geweckt zu werden, sondern einfach nur von der Natur und von den Vögeln. Ja, und jetzt schauen wir mal, was ich an Gepäck dabei habe. Ja, ganz wenig. Also gepackt bin ich mit einem Zelt, mit sehr viel Essen. Ich werde mir Frühstück morgen in der Früh machen, wenn ich von den Vögeln geweckt werde. Yes, sir. Ich werde heute Abend noch was zu Abend essen. Ein letztes Mal habe ich mir was gegönnt, bevor ich ein Jahr älter werde. Und jetzt schauen wir doch einfach mal, wie das wird heute Nacht. Vor allem, ich hoffe, dass es nicht regnet, weil ich muss hier das Zelt noch aufbauen und es ist schon arschdunkel draußen. Tja, S-Bahn fährt los. Und schauen wir mal, ob es funktioniert und ob ich überlebe. Hey! Und da es schon 22 Uhr ist, in 2 Stunden habe ich Geburtstag. Schaut mal bitte, wie viel jetzt gerade noch los ist in der S-Bahn. Tja Leute, jetzt ist Endhaltestelle angesagt. Servus. Servus, grüß dich. Alles gut? Ja, klar. Super, das freut mich. Ja? Ja, ja, alles gut. Du ja. Ich komme jetzt aus München, ich besuche eine Freundin. Ich komme tatsächlich vom Flughafen, ja. Echt? Ja. Aber. Meine Kontaktlinse. Ich bin auf jeden Fall alleine. Oh shit, man. Schon im Wald. Die Taschenlampe, danke nochmal, Ando. Aber die reicht gerade 1 Meter irgendwie gefühlt. Gehe ich vielleicht 1-2 Kilometer rein. Und dann heißt Zelt aufbauen. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Also es geht bis zu den Knien. Ich bin irgendwo mitten im Wald. Ist nur Moos. Ich bin ein bisschen zu weit reingelaufen. Es geht bis zur Hüfte. Kein Wunder. Da geht's. 20, 30 Meter nach unten, dann bist du eingesunken. So, meine lieben Freunde und Gefährten, da bin ich auch wieder. Mitten im Wald. Das Einzige, was man vielleicht noch fern entfernt hören könnte, ist die S-Bahn. Ich habe mir hier ein gemütliches Plätzchen rausgesucht. Da ist mein Zelt. Vielleicht könnte ich mal ein bisschen weiter weggehen. Boah. Und jetzt gehen wir einfach mal rein und futtern erstmal was. Was haben wir denn da? Schuhe bitte draußen lassen. Das ist mein Kamerasetup. Das hängt jetzt oben im Zelt. Einzige Problem ist, ich habe tatsächlich zu Hause an alles gedacht. An alles! Aber wisst ihr an was nicht? An einen blöden Löffel. Ich will einfach frisch und gesund in mein neues Lebensjahr starten. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ist es das Beste im Wald einfach, oder? Das ist gerade echt ein sehr angenehmes Leben. Danke, Mama, dass ich in dir wohnen durfte. Mm. Das ist gerade so unglaublich lecker. Einen für Papa. Garage auf und einen für Mama. Danke, dass ihr mich gezeigt habt. Den Rest esse ich jetzt auf jeden Fall off-cam. Leider ohne euch, tut mir echt leid. Aber ich will das Ganze noch ein bisschen genießen. Ich will jetzt hier im Wald gemütlich einschlafen und dann in dem schönen Grün wieder aufwachen. Ich bin einfach im Wald und rede hier mit meiner Kamera allein. Was stimmt nicht mit dir, David? Naja, gute Nacht. Von dem Platz hier verabschiede ich mich, weil es mir jetzt gerade zu laut war mit der Säge. Und ich will jetzt einfach noch tiefer in den Wald. Das war das Problem. Den Fehler werde ich nicht mehr machen, dass ich bei Nacht erst das Zelt baue. Weil erstens siehst du gar nicht, was um dich rum ist. Also du kannst gar keine Fluchtwege oder so finden. Und weißt nicht, was so um dich rum ist. Das ist ein bisschen blöd. Und zweitens bin ich einfach hier 30 Meter von so einem ganz normalen Weg, wo so Leute gehen, daneben gewesen und habe hier jetzt gepennt. Und genau das wollte ich eigentlich nicht.
Aber beim nächsten Mal machen wir es einfach besser. Let's go, wir finden einen anderen Spot, um zu frühstücken. Schaut mal, das ist einer meiner Lieblingspflanzen. Erstens riechen die richtig gut. Eigentlich springen die so. Genau. Super Vorführeffekt. Mann! Komm mal hier. Berühren ganz leicht und dann springen die so auf. Protect yourself at all times. Ich wollte da hinten was von der Birke holen und ich bin gerade fast einfach hier rein. Go! Da habe ich ein paar Stöcke hingetan, die ich noch ein bisschen abgeschnitzt habe, damit das Ganze natürlich noch trocken wird, weil es hat ja geregnet. Und das, was ihr hier seht, das da, das ist Harz, weil das brennt nämlich auch richtig schön und gut. Schauen wir mal, ob wir das Feuer anbekommen. Tu mir einfach mal noch so einen Kassenzettel auch noch rein. Ah, heiß. Ja? Ja? Ja. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Geh nicht aus, Baby. Egal, ich nehme jetzt den Karton. Ja. Ich habe jetzt hier so einen Kessel gemacht mit der Rinde, die ich vorher abgenommen habe. Damit es ein bisschen windstiller ist. Jetzt schauen wir mal, ob das Feuer noch ein bisschen bleibt. Und dann machen wir uns gleich das Frühstück. Damit habe ich schon den ganzen Wald voll gestunken. Ungefähr der ganze Wald riecht nach Sucuk. Ich glaube, es gibt nichts penetranteres als Sucuk-Geruch. Jetzt schauen wir mal, ob das was wird. Einfach mit Humor nehmen, oder? Also das Ganze besteht jetzt nur noch aus Glut, so wirklich. Ja. Oh mein Gott. Ja. Bisschen umrühren. Das Ganze ist halt ein bisschen wackeliger als zu Hause, aber es wird. Hey, verbrenn mir bloß nicht. Boah, es ist arschheiß. Und zu dem Rührei, was jetzt gerade auf der Glut noch ist, gibt es lecker Chai, was ich gestern zubereitet habe. Die Ingredients kann ich euch mal einblenden. Das ist schwarzer Tee, Kardamom, Nelken, Dernanis, Blaubeerblatt, Zimt, schwarzer Pfeffer, roter Pfeffer, Ingwer, Milch, Zucker, Kondensmilch. Den Rest gönne ich mir einfach so. Als Eischai. Da ich ja keinen Löffel mehr habe, werde ich jetzt mir einfach selber einmachen. Und hier machen wir so eine kleine Kerbe einfach rein, ja? Wir machen es einfach so. DD, Dave Stream, sein eigener Löffel. Und dann heißt Happa Happa. Endlich. Nach gefühlt 2 Stunden. Schauen wir mal, wie es schmeckt. Und die Sucuk ist jetzt noch nicht ganz durch. Aber das Ei ist perfekt. Oh mein Gott. Das habe ich so gebraucht. War lecker. Oh mein Gott, das ist der leckerste pakistanische Tee, den ich gemacht habe in meinem Leben ungefähr. Ich tue mir jetzt noch ein bisschen vielleicht auf die Glut. Dann kann ich währenddessen noch essen. Und jetzt gibt's lecker Chai. Pakistanischen Tee. Oh mein Gott, riecht der gut. Oh mein Gott. Ja genau, jetzt die Sonne. Ich weiß nicht wieso, aber das ist der beste pakistanische Tee, den ich in meiner Karriere als Teebrauer gemacht habe. Der schmeckt so krass!
Wir sehen uns wieder, wenn es Stadtleben heißt. Vielleicht nehme ich euch noch ein bisschen mit auf den Geburtstag. Schaut mal, was ich gerade gefunden habe, den armen kleinen Baby. Weiß gar nicht, was mit dem passiert ist, aber irgendwie hat er sich hier zur Ruhe gesetzt und macht hier einen kleinen Schluffi. An der Stelle Ruhe und Frieden. Jetzt machen wir ein kleines Ritual noch und dann kommst du schönen Himmi. Und zwar ist das Weihrauch und das werden wir jetzt für den kleinen Vogel, für den Birdstream anzünden und ihm ein bisschen noch guten Geruch geben. Noch dazu vertreibt es die Ungeziefer, die den jetzt natürlicherweise dann gleich verspeisen werden. Aber die machen den ja auch zur Erde. Gute Nacht. So, meine lieben Freunde und Gefährten, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen unterhalten, auf jeden Fall. Ich würde mich extrem freuen, wenn ihr den Daumen nach oben fetzt, das irgendwie weiterleitet oder teilt. Das würde ein bisschen den Algorithmus pushen. Schreibt mir gerne, was ihr noch von mir sehen wollt. Und ansonsten sage ich einfach mal auf Wiederhören. Good night, goodbye.